Ich möchte heute über die sieben Bilder der Gemeinde sprechen, angelehnt an eine Lehre von Derek Prinz, die ich mal gehört habe und die mir gut gefallen hat, die ich ausgearbeitet habe. Sieben Bilder, also die Gemeinde Gottes, was wir sind, mal in sieben Bildern dargestellt, die Zahl sieben als vollkommene Zahl. Wir beginnen mit der Definition von Gemeinde, wie wir alle wissen, Epheser 2, 21 bis 22. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir, die wir zu seiner Gemeinde gehören, die wir heute hier sind, sind die Behausung Gottes im Geist. Gott wohnt unter uns. Und wir sind in ihm zusammengefügt. Wir sind nicht zusammengefügt, weil es uns danach war, sondern Gott hat uns zusammengefügt. Und durch ihn zusammengefügt wachsen wir. Das ist die Eigenschaft, die eine Gemeinde braucht, zu wachsen. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in die Tiefe zu ihm, also zu Gott selber zuwachsend. Und wir werden auferbaut, aufgebaut, auferbaut. An unserem inwendigen Menschen, aber auch an dem Sichtbaren, was wir sehen. Wir werden auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gott wohnt unter uns. Wir werden im Laufe der Ausarbeitung die verschiedenen, die sieben Bilder uns anschauen. Als erstes die Versammlung, als zweites der Leib, als drittes ein Meisterwerk, als viertes die Familie, als fünftes der Tempel, als sechstes die Braut und siebentes und letztes die Armee. Das sind so diese Bilder oder diese Beschreibungen, wie wir sie auch im Wort lesen. Und dazu habe ich, oder gibt es drei Fragen, die wir uns da immer stellen zu dem jeweiligen Bild. Was bezweckt Gott damit als erstes? Was bedeutet das für unsere Beziehung zu unserem Herrn, zu Gott? Und was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Diese drei Fragen werden uns in der nächsten Zeit immer wieder begegnen, werde ich beantworten. Als erstes die Versammlung. Ekklesia. Versammlung bedeutet Ekklesia oder ist das Wort für Versammlung. Ein regierendes Gremium, eine Versammlung von Menschen, die aus etwas herausgerufen sind. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Wir sind herausgerufen und sind gerufen, berufen als regierendes Gremium für unseren Herrn. Johannes 15, Vers 19 steht, wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das eure lieben. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt oder herausgerufen habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind aus etwas herausgerufen, aus der Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind herausgerufen. Wir sollen uns nicht mit dieser Welt gleich machen, wir sollen verwandelt werden. In dem Denken, in unserem Sinn, in dem, wo uns die Welt gefangen hält, sollen wir herauskommen, sollen uns füllen, sollen uns die Wahrheiten Gottes aneignen, in uns aufnehmen, zu einem Fundament werden lassen. Was bezweckt Gott damit? Gottes Regierung, seine Autorität oder seine Ordnung? Im Epheser 3, Vers 10 lesen wir, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Wofür ist die Gemeinde Gottes da? Was bezweckt Gott damit? Er bezweckt damit
Regierungsautorität hier auf dieser Erde. Wir an seiner Stelle, wir hier, der Leib Jesu, haben die Aufgabe zu regieren. Nämlich den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt. Durch uns, durch die Gemeinde, die mannigfaltige oder die vielfältige oder die umfassende Weisheit Gottes zu erkennen zu geben. Wenn wir Bibelverse aussprechen, wenn wir Lobpreis machen, so geben wir die Weisheit Gottes zu erkennen. So hören die Mächte und Gewalten die Weisheit Gottes. Tun wir das nicht, hören sie es nicht. Unsere Aufgabe, die wir uns hier versammeln als seine Gemeinde, ist die Weisheit Gottes zu erkennen, zu geben oder zu proklamieren oder hören zu lassen. Durch das Wort, durch das Lied, durch Gebete, durch Bibelverse. Wenn wir das nicht tun, tut es niemand. Und wir müssen es dieser Welt offenbar machen. Wir müssen es dieser Welt sagen, die Weisheit Gottes ist das Einzige, was hilft. Ist das Einzige, was in Zukunft noch Bestand hat. Die Weisheit der Menschen wird zu Ende gehen. Die Weisheit der Menschen ist hohl. Die ist, hat kein Gewicht, hat keine Zukunft. Gottes Weisheit ist ewig. Was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Meine Beziehung, unsere Beziehung. Gehorsam im Geist und Wahrheit anbeten. Johannes 4, Vers 23 steht, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Anbetung ist die hauptsächliche Geschichte oder die hauptsächliche Aufgabe. Geschichte ist das falsche Wort. Die hauptsächliche Aufgabe von uns, die wir seine Kinder sind. Im Himmel findet Anbetung rund um die Uhr statt. Die Engel sind vor dem Thron und anbeten den Vater. Wir, wenn wir hier sind, anbeten den Vater. Wir kommen zusammen, wir anbeten den Vater. Warum? Weil er solche Anbeter sucht. Er sucht solche Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist anbeten bedeutet, dass ich sage, Heiliger Geist, hilf meinem Geist, dass ich anbeten kann. Du bist hier zur Hilfe. Es steht geschrieben, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Aber der Geist verwendet uns mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott. Und es ist wichtig und gut und richtig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, Anbeter zu werden, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Frage 3. Gegenseitige Abhängigkeit. Jedes Glied braucht die anderen Glieder. Ich muss dazu sagen, diese Antworten sind ein ganz kleiner Teil von den Antworten, die es eigentlich gibt. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ich denke, sonst sitzen wir heute um 3 noch, wenn das mehrere wären, aber das sind die wichtigen oder die mir irgendwie deutlich geworden sind. Gegenseitige Abhängigkeit, jedes Glied braucht die anderen Glieder. 1. Korinther 12, 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das ist ein Vers aus einer umfassenden Sache, die wie im Korinther die Gemeinde beschrieben ist. Der Leib mit den verschiedenen Gliedern, mit dem Auge, mit der Hand, mit dem Fuß. Wir sind gegenseitig voneinander abhängig. Wenn das nicht so wäre, wären wir nicht am Leib. Der Leib Jesu funktioniert nur, wenn wir Glieder an seinem Leib sind. Wenn wir Glieder sind, die sich einbauen lassen und die Funktion erfüllen, die das jeweilige Glied hat. Das Auge kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Das Auge käme nicht mal dorthin,
oder könnte sich gar nicht fortbewegen ohne den Fuß. Es ist wichtig, das gibt auch viele, viele Schriftstellen, die das beschreiben, dass wir einander in Abhängigkeit uns verstehen. Dass wir wissen, wir brauchen den anderen. In seiner Andersartigkeit, in seiner Art und Weise, wie mir es vielleicht manchmal gar nicht so recht ist, vielleicht kann man das so ausdrücken, aber sehen wir den anderen in der Andersartigkeit als ein anderes Glied am Leib. Das Auge ist nicht der Fuß. Der Fuß stinkt manchmal ein bisschen, zumindest meiner. Versteht ihr? Und da kann ich nicht sagen, nur weil du manchmal ein bisschen nach Schweiß riechst, von der Arbeit kommend in die Socken, bist du nicht wichtig. Doch, du bist wichtig, du bist absolut wichtig. Und dieser Fuß, auch wenn er ja vielleicht nach menschlichen Beurteilungen nicht ganz so schön ist oder so, ist ganz wichtig, ist ganz, ganz wichtig. Es steht auch geschrieben, dass die Unedleren oder die Minderwertigeren zu höherer Ehre kommen sollen, die Geringeren zu höherer Ehre kommen sollen. Das ist bei uns in unserem Denken oft genau anders. Da bekommen die Ehre, die sich gut verkaufen, die gut dastehen, die gut und gut und gut und gut. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber lasst uns mal das Wort nehmen. Dort steht geschrieben, die Minderen oder die, ja, die vielleicht sich irgendwo ein bisschen abducken, weil sie vielleicht nicht so toll reden können oder was weiß ich. Wir brauchen einander, gegenseitige Abhängigkeit. Jedes Glied braucht die anderen Glieder. Anerkennung und Wertschätzung jeder Person, deren Dienst und Berufung. Epheser 4, 2-7. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend. Es geht hier wieder um uns als Glieder am Leib. Es geht wieder um die Hand, um den Fuß, um das Auge. Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Jeden von Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wir lesen wieder hier, dass wir uns anstrengen sollen, dass wir uns befleißigen sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wir leben in einer Zeit, wo die Einheit des Geistes angefochten ist, wo, ja, ich glaube, wo die Finsternis sich aufgemacht hat, auch die Gemeinde zu zerstören, wo sie sich aufgemacht hat, die Einheit auseinanderzutreiben, Keile oder ja, Trennung hervorzurufen, durch Dinge, die von dieser Welt kommen, durch Dinge, die von der Finsternis kommen, durch Sachen, die auf uns einwirken. Epheser schreibt Paulus, dass wir uns befleißigen sollen, die Einheit zu bewahren. Und es gibt verschiedene Punkte, die momentan die Einheit stören oder auseinandertreiben wollen. Die kennen wir alle, wir leben in dieser Welt. Aber lasst uns wachsam sein, lasst uns aufpassen, dass wir dem Widersacher nicht auf den Leim gehen. Dass wir nicht seine Arbeit machen, indem wir den anderen be- oder verurteilen. Steht geschrieben, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Er steht vor Gott und verklagt dich. Wenn du das machst, einen Bruder oder eine Schwester in irgendeiner Form zu verklagen, was heißt denn verklagen? Etwas Negatives zu sagen, etwas zu machen, was die Einheit des Geistes zerschneiden will.
Lasst uns nicht die Verkläger der Brüder sein, sondern lasst uns in Demut, Sanftmut, Langmut einander in Liebe ertragend. Das ist ein schweres Wort, das ist ein schwerer Satz. Wir sollen uns gegenseitig ertragen in Liebe. Gut, ich denke, ihr habt das verstanden, worum es geht. Was bezweckt Gott mit dem Leib? Der Leib ist Jesu Instrument oder Botschafter bzw. Bevollmächtigter. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind der Mund, wir sind das Auge, wir sind Botschafter. Wir haben die Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Also der Leib Jesu ist das Instrument oder Bevollmächtigter oder Botschafter an Christi Stadt. Alle, die wir hier sitzen, sind Botschafter, haben eine Botschaft, die heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus ist gestorben, er ist auferweckt. Das Versöhnungswerk ist getan. Es zählt für dich, es zählt für mich. Frage 2, was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Zu ihm hinwachsen, dem Haupt. Also Wachstum, hatte ich am Anfang schon gesagt. Epheser 4, 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also Wachstum ist ein Wesensmerkmal eines Nachfolgers, eines Jüngers, eines wiedergeborenen Kind Gottes. Wachstum. Wachstum bedeutet nicht Stagnation oder rückwärts, sondern Wachstum bedeutet vorwärts, bedeutet, du kriegst mehr, du wirst reifer, du bekommst in deinem Leben etwas dazu, was du vorneweg nicht hattest. Wenn ein Baum wächst, ist er klein, hat wenig Blätter, ist er gewachsen, sind sehr viele Blätter mit Früchten dran. Wachstum bedeutet auch Frucht bringen. Ein kleiner Baum hat oft keine Frucht, ein ganz kleiner, da sieht man noch gar nichts dran. Aber die Aufgabe, die wir haben, ist Frucht zu bringen, eine Frucht, die bleibt. Wachstum. Wachstum zu ihm hin, zu Jesus hin. Christus unterordnen, heilig und tadellos sein. Epheser 5, 24 bis 27. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Männer die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos sein oder ist. Christus unterordnen, heilig und tadellos sein. Hier ist dieses Zusammenspiel, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern. Nun ist dieser erste Vers immer sehr dominant den Frauen gegenüber und irgendwie hat man da nicht weitergelesen. Weil es steht hier geschrieben, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir Männer dürfen nicht stehen bleiben bei diesem ersten Vers, bei der ersten Anordnung, dass wir sagen, ihr Frauen seid uns untertan. Aber die Frau kann dir nur untertan sein, wenn du sie liebst. Kann sie nur. Sonst ist es etwas, was Despotentum oder etwas, was in anderen Teilen dieser Welt vielleicht gelebt wird, aber nicht in seiner Gemeinde so sein soll. So auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen,
sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Die Reinigung der Runzel und Flecken oder die Reinigung, die wir brauchen, geschieht durch das Wort Gottes. Geschieht dadurch, dass wir uns dem aussetzen, was die Wahrheit ist. Die Reinigung geschieht, indem wir das Wort essen und kauen und wiederkauen. Ich habe mal gehört, das Wiederkauen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das immer und immer wieder in uns arbeiten soll, das Wort Gottes, weil es nur dadurch etwas bewirkt in uns. Wenn ich es mal kurz höre und es verschwindet, habe ich es vergessen. Immer und immer wieder nachdenken über einen Satz, über ein Wort, über einen Vers, damit Runzel und Flecken unter uns abnehmen oder nicht mehr da sind, damit wir heilig und tadellos sind, werden wir gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Bruderliebe, Ehrerbietung, Unterordnung, Bereitschaft, Verfügbarkeit, Zusammenarbeit, Liebe, unseren Sinn erneuern, nach Frieden trachtend, Freude gastfrei segnen, Böses mit Gutem überwinden. Da lesen wir gleich dann nochmal Römer 12, also 1 bis 21 habe ich aufgeschrieben. Diesen Bibelvers lesen wir dann auch, oder die Bibelverse, das ist relativ viel, da kommen dann auch noch, andere Verse, aber mir ist es wichtig, dass wir durch das Wort gereinigt werden, durch das Hören des Wortes, durch das Reden des Wortes gereinigt werden. Und dadurch die Beziehung zueinander, Bruderliebe, Ehrerbietung dem anderen gegenüber, Unterordnung, Bereitschaft, Verfügbarkeit, Zusammenarbeit, Liebe, unseren Sinn erneuern lassen, nach Frieden trachtend, Freude gastfrei, den anderen segnen und Böses mit Gutem überwinden. Das sind alles Eigenschaften, das sind Dinge, die die Beziehung zueinander, die wir untereinander kultivieren, die wir untereinander irgendwie in Existenz kommen lassen. Weil das alles Eigenschaften sind, die in der Welt nichts zählen, beziehungsweise die in der Welt gar nicht da sind. Also Böses mit Gutem überwinden ist ein Punkt, da muss ich sagen, ist ein Punkt, wo wir dazu lernen müssen, wo ich dazu lernen muss. Ich bin so gestrickt, dass wenn Böses auf mich zukommt, ich dann nicht unbedingt gleich an Gutes denke. Also unseren Sinn erneuern lassen durch das Wasserbad des Wortes. Ja, ich lese uns mal das Wasserbad vor jetzt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit, wandelt nach dem Grundsatz der Liebe. Wandelt nach dem Grundsatz der Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander.
in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnis der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinem Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ja, ich denke, das ist ein Wasserbad des Wortes, was Paulus hier im Römer 12, Vers 1 bis 21 aufgeschrieben hat. Und hier geht es explizit, oder hier geht es eigentlich um seine Gemeinde, um das Zusammenleben. Hier geht es darum, wie wir verändert werden sollen, wie wir wachsen, wie wir zuwachsen auf ihn, indem diese Eigenschaften bei uns kultiviert werden, indem diese Dinge, wie ich sie gerade vorgelesen habe, geschehen, indem ich in der Gnadengabe, die mir gegeben ist, lebe, indem ich Weissagung entsprechend des Glaubens zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben viel Glauben, es gibt Menschen, die haben weniger Glauben. Aber Gott hat uns ein Maß des Glaubens gegeben, jeden von uns. Und wir sollen oder wir müssen in diesem Maß des Glaubens leben. Es gibt Menschen, die glauben große Dinge, wo ich sage, habe ich nicht so einen großen Glauben daran. Ich glaube dafür, habe dafür Glauben für etwas anderes. Es geht jetzt nicht um den Glauben, dass Gott Gott ist oder dass ich wiedergeboren bin, sondern das Maß des Glaubens bedeutet auch das Maß der Gnade, die mir gegeben ist, der Gnadengabe, die mir gegeben ist. Wir haben verschiedene Gnadengaben. Der eine weissagt, der andere lehrt, der andere gibt, hilft, gibt viele Dinge. Und es soll geschehen nach der Gnade des Glaubens, auch dem Maß des Glaubens, was uns gegeben ist von unserem Herrn. Einheit und Vielfalt im Leib, habe ich mal das nächste Kapitel überschrieben. 1. Korinther 12, 12 bis 26. Denn wie ein Leib einer ist, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Die Taufe im Heiligen Geist erfolgt um der Einheit des Leibes willen. Haben wir gerade gelesen. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Die Taufe im Heiligen Geist erfolgt um der Einheit des Leibes willen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Also wir sehen hier, alle Glieder sind wichtig, es gibt keine minderwertigeren. Wenn der Leib nur eine einzige Funktion hätte, könnte er nicht existieren. Wenn wir, die Glieder an seinem Leib, nur alle eine Funktion ausfüllen oder ausführen würden, könnte der Leib Jesu nicht existieren. Wenn alle sagen, ich will Leiter sein zum Beispiel, oder ja, nennen wir mal Leiter, ich will Ältester sein. Wir sind alle Älteste in dieser Gemeinde,
sage ich mal so, sagt das Wort, könnten wir nicht existieren. Wir brauchen die Glieder, wir brauchen die anderen, damit der Leib leben kann. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Also Gott entscheidet, wo die einzelnen Glieder hinkommen, nicht die Glieder selber. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Und so weiter und so fort. Kommt das nochmal? Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, das hatte ich heute auch schon gesagt, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit, unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und damit dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Im Leib gibt es keinen Wettbewerb. Im Leib Jesu gibt es keinen Wettbewerb. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch diese Sache, die ich heute schon anfangs gesagt hatte, dass wir den weniger Ehrbaren größere Ehre zuteil werden lassen, ist etwas, was wir in der Welt nicht finden. Das ist etwas, was nur im Leib Jesu ist. Es ist nur etwas, was unter uns sichtbar werden soll, dass wir dem Schwächeren größere Hilfe oder größere Ehre zuteil werden lassen. Ist etwas, was, wonach wir gucken müssen auch. Weil oft ist es so, dass die Schwächeren und Unehrbareren manchmal ein bisschen nicht so sichtbar sind oder ein bisschen wegrutschen in unseren Gedanken. Dass wir uns oft fokussieren auf Menschen, die anders sind, die ehrbarer sind, die ja, besser reden können, die schöner aussehen, was weiß ich. Aber der Wille Gottes ist ein anderer und wir sollen gereinigt werden durch das Wasserbad im Wort. Und das, was wir hier hören, ist das Wort Gottes, ist etwas, was eigentlich verständlich ist auch, wonach wir uns ausstrecken, wo wir korrigiert werden müssen. Oder ich zumindest. Ihr seid es bestimmt alle schon, was wir hier lesen. Also die wechselseitige Beziehung der Glieder zueinander nochmal. Epheser 4, 11 bis 16. Und hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes, des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife in der Fülle Christi. Wir sollen hingelangen. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg, es ist eine Entwicklung, die wir gehen. Jeder von uns gehen muss. Nämlich zur Einheit des Glaubens. Eine Entwicklung zur Einheit des Glaubens. Und wie ich es heute schon gesagt hatte, die Einheit ist ein umstrittenes Ding. Die Einheit ist etwas, was momentan angegriffen ist. Durch verschiedene Meinungen, durch Dinge, die die Welt uns bringt, die Finsternis uns bringt und wir uns positionieren. So oder so. Aber es steht hier geschrieben, wir sollen zur Einheit Christi gelangen. Wir sollen nicht zur Einheit dessen gelangen, was der andere denkt. Wir können unsere andere Meinung stehen lassen. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Einheit, die wir in Christus haben. Die wir als Glieder an seinem Leib, die Einheit mit unserem Herrn Jesus haben. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Wir sehen hier, Gelenke sind die wechselseitige Beziehung. Was hier als Gelenk beschrieben wird, ist unsere Beziehung, die wir untereinander haben. Damit das Gelenk funktioniert, muss es die Bänder und die Sehnen geben. Wir müssen diese wechselseitige Beziehung haben. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also er wirkt das Wachstum. Nicht wir wirken das Wachstum, wir sind beteiligt als seine Glieder. Gott wirkt das Wachstum in seinem Leib, wenn wir uns dem Wasserbad, in seinem Wasserbad irgendwie baden. Also wenn ich mich bade, wenn ich mich säubere, werde ich sauber. Genauso ist es, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir sein Wort hören. So, das Meisterwerk. Was bezweckt Gott mit dem Meisterwerk? Wir, sein Leib, sind die Demonstration dessen, was Gott erschaffen kann. Wir sind die Demonstration dessen, was Gott erschaffen kann. Gott ist der Schöpfer und er hat uns als Gemeinde erschaffen. Und wir sind seine Demonstration. Was wir heute sehen, ist die Erschaffung unseres Herrn. Er hat uns zusammengeführt. Er hat dich wiedergeboren. Durch seinen Sohn Jesus, durch sein Blut. Aber wir als seine Gemeinde sind die Demonstration dessen, was Gott erschaffen kann. Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bestimmt hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir haben uns heute schon viele Werke angeschaut und viele Dinge, in denen wir wandeln sollen. Wir sind geschaffen in Christus zu guten Werken. Also lasst uns gute Werke tun und die schlechten Werke niederlegen und nicht tun. Wir sind sein Gebilde, andere Übersetzung für Meisterwerk. Gebilde, sagt das Wort. Gott hat das Ausgangsmaterial von einem Schrottplatz geholt und hat daraus ein schöpferisches Meisterwerk gemacht. Wir als alte gefallene Menschheit, kannst du sagen, sind vom Schrottplatz gekommen. Und unsere Sünde, unser ganzes altes Wesen, ist, kann man mit dem Schrottplatz vergleichen. Aber Gott hat gesagt, diese alte Karre, diesen alten, uralten Mercedes, den hole ich raus und mache ihn schön. Richte ihn wieder her. Und wir sind, gut, jedes Bild hinkt, es ist ganz klar, aber wir sind schön gemacht. Du bist schön gemacht. Diese Runzeln und diese Flecken und dieser Rost von diesem alten Auto ist abgetan. Es ist neu lackiert, es sieht gut aus. So, die Frage 2, was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Herrn? Gott braucht Formbarkeit als Eigenschaft. Formbarkeit. Und da haben wir diesen Begriff, der im Jesaja steht, 64,7. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Oder Jeremia 18,6. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Formbarkeit ist die Grundvoraussetzung, dass Veränderung in uns kommt. Formbarkeit kann man auch sagen, ein weiches Herz. Ein Herz, was Dinge hört, aufnimmt, tut, wo etwas Gutes wächst. Der Gegensatz dazu ist das harte Herz, ist dieses steinerne Herz. Ist das Herz, wo Selbstgerechtigkeit regiert. Ist das Herz, wo das Ich auf dem Thron sitzt. Formbarkeit, das fleischerne Herz, ist das Herz, was demütig ist, was sagt, Herr, ich brauche dich, ich brauche meinen Nächsten, ich brauche Gnade von dir. Gott braucht Formbarkeit.
Und drittens, was bedeutet es für unsere Beziehung zueinander, untereinander? Braucht es Verbundenheit oder Zusammenhalt? Wir brauchen die Fähigkeit, uns mit anderen eins zu machen. Einheit im Glauben, in Jesus. Einheit im Glauben oder in Jesus. Da geht es nicht darum, was der andere über Dinge denkt, die nicht mit dem Wort zusammenhängen. Da geht es nicht darum, ob ich den, das, ich kann, finde es kein Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ob ich ein schwarzes Auto lieber fahre oder ein silbernes, das ist egal. Verbundenheit und oder Zusammenhalt bedeutet, dass wir in der Einheit des Glaubens wachsen zu Jesus hin und uns mit anderen eins machen. Und das meinte ich jetzt gerade nicht eins machen, dass ich das schwarze Auto fahre, sondern eins machen in Jesus, in seinem Wort, durch seinen Geist, in seiner Gemeinde Einheit, eins machen. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass ich meine Meinung dem anderen überstülpe, über Dinge, die nicht das Wort betreffen, über Dinge, die nicht diese Sachen betreffen, die uns weiterbringen. Eins machen in Jesus. So, die Familie ist ein ganz starkes Bild. Familie, Vaterschaft. Gott, der Vater, wir seine Kinder. Familie hat den Ursprung bei Gott. Die Finsternis versucht, Familie momentan zu demontieren. Da können auch zwei Väter sein, da können zwei Mütter sein, da können verschiedenste Lebensformen sein, die plötzlich anstatt Familie stehen, die Kinder adoptieren dürfen. Das Wort Gottes sagt Familie. Ich habe Mann und Frau geschaffen. Warum? Damit sie Kinder zeugen, damit die Erde erfüllt wird. Das ist der Wille Gottes. Familie, Vaterschaft ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Gott, der Vater. Epheser 3, 14 und 15 bis 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf der Erde benannt wird. Jede Vaterschaft wird benannt nach Gott, dem Vater. Und wenn du Vater bist in deiner Familie, so bist du ein Repräsentant Gottes auch. König, Prophet, Priester in deiner Familie, aber du repräsentierst den Vater. Den Vater, der im Himmel ist, in deiner Familie. Und darum haben auch Kinder, die keinen Vater haben, oft ein großes Hindernis, ein großes Defizit, auch Gott als den Vater zu sehen oder zu erleben. Lasst uns Vater sein, Vaterschaft ausüben, auch innerhalb der Gemeinde. Johannes 14,6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Römer 8, 28 bis 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Epheser 1, Vers 5, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir sollen Söhne sein, Töchter, Familie. Er hat uns vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Wusstest du, dass Jesus unser Bruder ist? Dass die Schrift sagt, dass Jesus unser Bruder ist. Dort sehen wir wieder diesen Familiengedanken. Jesus, unser Bruder, er hat uns vorherbestimmt, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Was bedeutet das für unsere Beziehung zu unserem Herrn, zu Gott?
Gehorsam. Hebräer 5, Vers 8. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Also Jesus. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir kommen durch Gehorsam zur Reife. Nur durch Gehorsam kommen wir zur Reife. Ungehorsam, eine ungehorsame Wesensart, wird nie Reife oder die Fülle dessen erlangen, was Gott für dich vorgesehen hat. Gehorsam. Jesus hat es uns vorgelebt, er war gehorsam und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und unsere Haltung, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Also Liebe habe ich es mal überschrieben. Das große Thema Liebe. 2. Petrus 1, 5 bis 7. Wendet aber allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Tugend, okay, kann man sagen. Tugend ist ein ganz altes Wort, ne? Oder? Wer weiß denn, was Tugend heißt? Charakterfestigkeit, ja, genau. In der Tugend Tüchtigkeit, Fähigkeit, Vollkommenheit. Aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. So, jetzt haben wir hier Eigenschaften Ausharren zum Beispiel. Wie lerne ich ausharren? Durch ausharren. Glaub mir, ausharren kannst du dir nicht kaufen. Kannst du dir nicht irgendwo, kannst du nicht beten, Herr, schenke mir ausharren. Ich denke, das musst du tun. Das kannst du nur tun, das kannst du nur üben. Durch ausharren. Dranbleiben. So, dann haben wir Enthaltsamkeit, wir haben Ausharren, wir haben die Gottesfurcht, die wir erwählen sollen, hatten wir letztens, am letzten Sonntag ging es darum. Erwählen bedeutet, ich muss das tun und dann ausharren, daran bleiben. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Gibt es ein großes Kapitel über Liebe, das will ich jetzt nicht anschauen, aber es ist etwas, was in Ewigkeit bleibt. Kommen wir dann noch dazu. Was in Ewigkeit bleibt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir kommen jetzt zur Frucht des Geistes. Da kommt das auch noch einmal vor. Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Frucht des Geistes ist etwas, was wachsen muss. Eine Frucht muss wachsen. Und wir als Geschwister, die wir ihm nachfolgen, sollten diese Früchte sichtbar werden in uns. Also ich lese noch mal vor. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das sind alles Eigenschaften, die wachsen, sollten, wachsen müssen, damit wir zur Mannesreife gelangen, damit wir zum Vollmaß des Wuchses Christi, glaube ich so, ne? Das ist ein Schwierig. Zum Vollmaß kommen, zum Vollmaß in Jesus. Liebe ist keine Gabe, sondern die Auswirkung unseres Charakters, der durch die Frucht des Heiligen Geistes verändert wird. Liebe ist keine Gabe, sondern die Auswirkung unseres Charakters, der durch die Frucht des Heiligen Geistes verändert wird. Also du wirst nicht Liebe geschenkt bekommen, sondern es ist eine Veränderung, die in dir geschehen muss,
in unserem Charakter geschehen muss, die der Heilige Geist initiiert, wo er dich drängt, wo er dir zeigt, ey, guck mal, hier warst du lieblos. In dir hörst du das oft, oder ich rede mal von mir. Hier warst du lieblos. Dann sage ich, Herr, verzeih mir und hilf meiner Schwachheit an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal in derselben Situation denkst du vielleicht eher dran, wie du mit deiner Frau redest oder mit deinem Kind lieblos oder in einer Art und Weise, die doch liebevoll ist. Den anderen höher achten als sich selbst ist auch Ausdruck von Liebe. Und das ist auch eines der Grundanliegen des Wortes Gottes. Den anderen höher achten als sich selbst ist Ausdruck von Liebe. So, der Tempel. Wir sind der Tempel, seine Gemeinde. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, Menschen, die in einem Land wohnen, aber nicht als Vollbürger. Also Nichtbürger sind Menschen, die in einem Land wohnen, aber nicht als Vollbürger. Also wir sind hier nicht mehr Fremde, sondern wir sind Bürger. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Hatte ich ganz am Anfang schon vorgelesen. Wir sind ein Tempel des Herrn. Wir sind die Wohnstätte. Wir sind die Behausung Gottes im Geist. Wohnort für Gott zu sein. 2. Korinther 6, 16. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist das, was Gott damit bezweckt, Wohnort für ihn zu sein. Die zweite Frage, was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Korrigierbarkeit oder ein weiches Herz hatten wir vorhin schon besprochen im 2. Könige 22, 19, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe. Hier haben wir das wieder, dieses weiche oder dieses harte Herz. Sich vor dem Herrn demütigen bedeutet, ein weiches Herz zu haben. Und damit kann Gott etwas anfangen. Damit kann er in dein Leben sprechen und es gibt Veränderung. Es gibt Korrigierbarkeit, ein weiches Herz. Hesekiel 36, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist der Wille unseres Herrn, ein fleischernes Herz. Und was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Bereit sein, seinen Platz einzunehmen, als Steine in der Mauer. 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch aber selbst als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, ein geistliches Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Hier haben wir dieses Gebäude, diese Mauer oder dieses Bild dieser Mauer, dass wir die Steine sind, die sich an der richtigen Stelle einbauen lassen, damit ein geistliches Opfer, um ein geistliches Opfer darzubieten, sagt hier die Schrift, ein heiliges Priestertum und ein geistliches Opfer darzubieten. Darzubringen, nicht darzubieten. Wir sollen uns aufbauen lassen als lebendige Steine. Unterordnung ist wichtiger für den Einbau in die Mauer. Der Meißel, der den Stein bearbeitet, ist Gottes Wort. Also Unterordnung ist wichtiger oder wichtig für den Einbau in die Mauer. Der Meißel, der uns so macht, dass wir dort reinpassen,
ist sein Wort, ist Gottes Wort. 2. Timotheus 3, 15 bis 17. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wasserbad des Wortes, diese Worte auf uns wirken zu lassen, dadurch verändert werden, fähig zu werden, dieser Stein zu sein, der sich einbauen lässt. Die Braut. Was bezweckt Gott mit seiner Braut? Eine Braut ist etwas Schönes, ist etwas Herrliches, ist etwas, was man gern ansieht. Also seine Herrlichkeit bezweckt Gott damit. Epheser 1, 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Oder Epheser 5, 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos seien. Also Gott bezweckt mit seiner Gemeinde, mit der Braut, seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Und was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Bereit sein oder Erwartung. Hebräer 9, Vers 28 steht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten oder die auf ihn warten. Bereit sein, auf ihn warten. Unsere Gebete oder unser Wunsch sollte beinhalten, dass wir auf Jesus warten, weil er wiederkommt. Unsere Gebete oder unsere Herzenshaltung sollte sein, Herr, ich warte auf dich. Ich warte darauf, dass ich dich sehe, dass du wiederkommst. Er wird denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Unsere Herzenshaltung muss eine Haltung von Erwartung sein. Bereit sein, zu sagen, ich bin bereit. Auch nicht zu sagen, ja, machen wir vielleicht nächste Woche, ich habe jetzt noch so viel zu tun und passt mir jetzt auch nicht so richtig. Erwartung ist eine Wesensart für jemanden, der Jesus lieb hat. Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht oder seine Braut. Bedeutet auch nochmal, dass wir erwarten, fröhlich sein, die Ehre geben, weil die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Er wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen und wird eine Hochzeit sein. Er wird seine Braut, den Leib Jesu, seine Wiedergeborenen, seine Kinder, seine Erlösten, wird er zu sich ziehen und es wird eine Hochzeit geben. Lasst uns darauf warten oder erwarten. Was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Uns gegenseitig ermutigen und ermahnen. Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Oder uns zu ermutigen, zu ermahnen. Ermahnen klingt immer so ein bisschen negativ, aber ich denke, ermutigen und ermahnen gehören zusammen. Lasst uns Acht haben aufeinander. Lasst uns Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen oder begehen. So, wir kommen zu dem Bild, die Armee. Was bezweckt Gott mit einer Armee oder wofür ist eine Armee da? Wir hatten letzte Woche auch mit dem Kampf und so. Wofür ist eine Armee da? Oder was bezweckt Gott mit seiner Armee? Wollen wir es mal so rumformulieren? Ich denke, das ist besser, weil es gibt Armeen, die sind nicht da zum Siegen. Gott bezweckt mit seiner Armee Sieg.
2. Mose 15,3, der Herr ist ein König, ein Kriegsheld. Der Herr ist ein Kriegsheld. Krieg und Armee gehört zusammen. Psalm 24,8-10, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Sein Name ist der Herr der Herrscharen oder der Herr der Armeen. Die Herrscharen werden im Wort Gottes beschrieben als die Menge der himmlischen Herrscharen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Das gibt so dieser in der Weihnachtszeit diese Schriftstellen, die kommen da oft. Die Menge der Herrscharen, der himmlischen Herrscharen. Das ist etwas Gewaltiges. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Oder den Sieg über sie gehalten, den Mächten. Gott ist ein Kriegsmann. Gott ist der Herr der Herrscharen. Und er hat den Triumph über seine Feinde gehalten und auch über unsere Feinde. Über die Mächte und Gewalten, völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er wird es nicht tun, er hat es getan. Und wir leben in seinem Sieg. Wir leben in seinem Sieg und benehmen uns manchmal so wie nicht im Sieg lebend, sondern wir sind die Kinder des Höchsten, dem Herrn der Kriegsheere, der Herrscherin. Gott aber sei Dank im 1. Korinther 15, Vers 57, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Du hast den Sieg durch Jesus. So, jetzt haben wir, was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Disziplin, Selbstbeherrschung. Jünger Jesus sein bedeutet auf Englisch Disciple. Disziplinierter heißt das. Sprüche 25, 28, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung oder Disziplin. Wichtig, Disziplin. Hebräer 12, Vers 1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wieder Disziplin. Lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wenn wir in einer Armee sind, in einer Kompanie, gilt es, Disziplin zu haben, damit wir in dem Kampf laufen können. Geistliche Disziplin hilft uns, alles abzulegen, was uns in diesem Kampf beschweren könnte. Disziplin, eine wichtige Wesensart eines Nachfolgers Jesu. Was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Loyalität. Loyalität, loyal sein. 1. Chronik 12,34 von Sebulon, der die mit dem Heer Ausgezogenen zum Kampf geordnet, mit allen Kriegswagen 50.000 und zwar um sich um David zu scharen mit ungeteiltem Herzen. Also da ging es darum, ich weiß nicht, ob ich das hier richtig abgeschrieben habe. Menschen mit ungeteilten Herzen sind loyale Menschen. Ungeteilt. Wenn du geteilt bist, ist das etwas, wo du hin und her geworfen bist. Loyal zu sein bedeutet nicht, mit allem einverstanden zu sein, was ein anderer tut, aber man darf den anderen nicht verraten oder den anderen trotzdem höher achten wie sich selbst. Also bedeutet nicht, mit allem einverstanden zu sein, was ein anderer denkt, zum Beispiel. Anderer Bruder, andere Schwester denkt. Aber wir dürfen den anderen nicht verraten. Loyalität ist in seiner Gemeinde ein ganz wichtiges Wesensmerkmal. Die Gemeinde oder Israel, also wenn Gemeinde, ich Gemeinde sage, kann auch Israel, ist auch Israel gemeint.
Ein Wiederherstellungswerk Gottes. Hesekiel 37, 3 bis 6. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört auf das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe euch Odem oder Atem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist das, was Jesus, was Gott mit seiner Gemeinde, mit Israel tun will. Und das, was ich jetzt gesprochen habe, ist ein prophetisches Wort. Ist ein prophetisches Wort, was ich zu uns, zu euch, zu Israel gesprochen habe, dass die Wiederherstellung, der Wiederherstellungswunsch oder Gedanke unseres Herrn erfüllt wird. Warum? Damit wir erkennen, dass er der Herr ist. Nehmt solche Schriftstellen, wie sie in Hesekiel sind, es ist ein Prophet gewesen. Das prophetische Wort brauchen wir. Das brauchen wir umso mehr, wie die Zeit voranschreitet. Das prophetische Wort ist das Einzige, was in die Finsternis scheint. Ist das Einzige, was wir aussprechen und was etwas bewirkt. Das prophetische Wort, was geschrieben steht. Lest euch das noch einmal durch. Dort geht es um wieder in Ordnung kommen. Diese Knochen, die lagen da, die haben dort geklappert und der Wind und die... Und dort wird hineingesprochen in diese Situation, in tote Knochen, wo nichts mehr dran ist, wo alles nur noch klappert. Und dort kommen Sehnen, dort kommt Fleisch, dort kommen Muskeln durch das prophetische Wort, weil Gott es gesprochen hat. Gemeinschaft, der Anfang und das Ziel von Gottes Absichten. Gemeinschaft. Das Ziel des Evangeliums ist die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. 1. Korinther 1, Vers 9 steht: Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gemeinschaft mit Jesus. Wenn wir keine Gemeinschaft mit Jesus haben, wandeln wir nicht im Licht. 1. Johannes sagt 1 Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das Blut Jesu reinigt uns nur in Gemeinschaft. 1. Johannes 1 Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut Jesu reinigt uns in Gemeinschaft. Habt ihr das gewusst? Dass Gemeinschaft der Ort der Reinigung ist, wo das Blut Jesu aktiv ist. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Bild. David hatte Steine in seiner Schleuder, ne? David hatte doch diese Schleuder und hat den Goliath mit einer Schleuder irgendwie getötet. 1. Samuel 17, Vers 40 steht: Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Also was hat er gemacht? Der hat 5 glatte Steine ausgewählt. Also keine kantigen, irgendwie so Granit, so kantig, nee, das waren solche Flusssteine, die man so, also die dann so drüber machen. Er hat abgeschliffene Steine gewählt. Das Wasser formte die Steine. Das Wasser formte die Steine durch die anderen Steine, die auch in diesem Bach lagen. Ich denke, nur Wasser wird keinen Stein formen. Du brauchst die anderen Steine, die um dich herum sind. Das ist ein gutes Bild für seine Gemeinde. Gemeinschaft formt uns. Gemeinschaft nimmt uns die
die Ecken und Kanten, die uns wehtun. In der Gemeinschaft gibt es die Veränderung, die uns glatt macht, nicht glatt in dem Sinne, dass wir all glatt sind oder so, das meine ich nicht. Ich meine, dass wir so geformt sind, dass wir effektiv sind. Der David hat der wusste genau, dieser flache, abgeschliffene Stein ist so effektiv, dass ich den Feind, den Goliath, töte. Da hatte das irgendwie drauf, keine Ahnung, wie das ging. Aber er hat ihn getötet mit flachen, glatten Steinen, steht hier geschrieben. Und das Bild, das ist echt gut. Glatte Steine sind nur im Tal und nicht auf dem Berg zu finden. Nur glatte Steine erfüllen die Aufgabe. Das heißt, diesen Weg von oben braucht es, damit die Steine aneinander schuppern. Das Wasser schiebt die immer weiter. Die werden glatt und die werden effektiv für das, was sie sein sollen oder wofür sie gebraucht werden. Ähnliches Bild ist auch mit Glas im Meer. Wenn du an einem Strand bist und du siehst eine Glasscherbe, ist die zu 99% stumpf. Da sind die ganzen Ecken und Kanten abgeschliffen. Du verletzt dich nicht mehr mit einer Glasscherbe, die schon längere Zeit am Strand liegt. Das ist auch so ein Bild. Wenn wir miteinander gehen, sind diese scharfen Kanten, wo wir den anderen verletzen, irgendwie rund gemacht, sind abgeschliffen. Aber wir müssen uns diesem Prozess stellen. Wir müssen uns diesem Prozess aussetzen und sagen, ja, ich will geschliffen werden, ich will verändert werden. Alle Absichten Gottes werden in göttlicher Gemeinschaft geboren. 1. Mose 1, 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild oder zu unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Alle Absichten Gottes werden in Gemeinschaft geboren. Hier steht geschrieben, lasst, ist die Mehrzahl. Gott hat nicht gesagt, ich mach, ich tu. Lasst, also da wird Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Gemeinschaft Jesu wurde durch Gemeinschaft geboren. Die Gemeinde Jesu wurde durch Gemeinschaft geboren. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle harrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie hatten Gemeinschaft. Und daraus folgte in der Apostelgeschichte dann die erste Gemeinde. Gemeinschaft, der Ort geistlicher Geburt, Apostelgeschichte 13, 2 bis 5. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ja. Gemeinschaft, der Ort geistlicher Geburt, wo Dinge zur Geburt kommen, in Existenz kommen, die vom Heiligen Geist gewollt sind. Gemeinschaft braucht Verbindlichkeit, Hingabe, Unterordnung und Disziplin. Hatten wir heute schon einmal Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. So, alle Absichten, das hatte ich gerade, Moment. Ja. Gemeinschaft, der Ort für Charakterveränderung. Haben wir heute auch schon darüber gesprochen. 2. Petrus 2, Vers 5. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ort der Charakterveränderung. Jetzt habe ich eine Aussage, die ist etwas gewagt, aber ich denke, sie ist richtig. Der Charakter eines Menschen bleibt in Ewigkeit. Was in Ewigkeit bleibt, ist unser Charakter. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Charaktereigenschaften. Liebe, eine sich schenkende und nicht besitzende Liebe. Die Fähigkeit, über sich hinweg den Nächsten und seine Bedürfnisse zu sehen. Freude. Freude an der Beziehung zu Christus, Freude an einer neuen Lebensqualität, die dadurch entstanden ist, durch die Beziehung zu Jesus. Die Fähigkeit, sich über gute Entwicklungen und Ergebnisse zusammen und mit anderen zu freuen. Friede. Ein Friede mit Gott, aus dem der Friede mit Menschen resultiert. Menschen, die mit sich selbst im Clinch leben, werden auch mit anderen im Dauerstress stehen. Der innere Friede, der aus der Vergebung und Erlösung resultiert, befähigt uns dazu, friedfertig zu sein und Friede zu verbreiten. Der innere Friede, der aus der Vergebung und Erlösung resultiert, befähigt uns dazu, friedfertig zu sein und Frieden zu verbreiten. Eine ganz wichtige Aussage. Durch die Erlösung sind wir befähigt, Frieden zu haben und Frieden zu verbreiten. Langmut. Langmut ist die Geduld gemeint, andere in ihren Problemen, Charaktereigenschaften und Aggressionen zu ertragen. Nochmal. Mit Langmut ist die Geduld gemeint, andere in ihren Problemen, Charaktereigenschaften oder und Aggressionen zu ertragen, ihnen auch Liebe und Verständnis entgegenzubringen, auch wenn wir nichts davon von ihnen erhalten oder davon haben. Langmut. Freundlichkeit. Hier geht es um den Umgang mit anderen im Sinne von Freunden. Ich habe ein grundsätzliches Ja zu den Menschen, gerade auch im Wissen, dass ich von ihnen nicht unbedingt Freundlichkeit erwarten darf oder zurückbekomme. Freundlichkeit. Güte. Von Gottes Gutsein überfließend. Unabhängig davon, was von dem anderen zurückkommt. Güte meint es gut mit den Menschen. Güte kommt von gut und will das Beste für ihn. Treue, sie kann mit Liebe in Bewährungsproben umschrieben werden, Treue. Sie erträgt Enttäuschung, sie kann Beziehungen wiederherstellen, wo wir von anderen verletzt worden sind. Es ist ein Verhalten, das der Eigenschaft Gottes zutiefst entspricht. Die Treue Gottes. Die Treue Gottes. Sanftmut. Ein sehr unmodernes Wort, Sanftmut. Sie lässt sich nicht reizen und provozieren. Sie stellt nicht bloß, sondern gibt dem anderen wieder eine Chance, Ungerechtigkeit geduldig zu ertragen. Sanftmut. Selbstbeherrschung. Eine Grundvoraussetzung für das christliche Leben. Nur in der persönlichen Ausrichtung auf das große Ziel des christlichen Lebens ist es möglich, auf Dinge zu verzichten, die unserem Naturell so nahe sind und doch den anderen verletzen oder auch zerstören können. Sie ist die Herrschaft über sich selbst und damit Voraussetzung für echte Freiheit, Selbstbeherrschung. So, jetzt kommen wir zur letzten Aussage. Die beschriebenen Eigenschaften gehen über das hinaus, was uns normalerweise als Menschen möglich ist. Sie sind aber auch nicht automatisch mit der Wiedergeburt vorhanden, sondern entwickeln sich in der Schule der Nachfolge. Wenn du wiedergeboren bist, müssen sich diese ganzen Dinge entwickeln, müssen diese Charaktereigenschaften wachsen, müssen die Früchte des Geistes mehr werden. Und die Entwicklung müssen wir durch eine Schule der Nachfolge. Nachfolge ist eine Schule. Negative Reaktionen aus unserer Umgebung sollen uns immer wieder daran erinnern, wo wir noch charakterliches Wachstum im Sinne der Geistesfrucht brauchen. Die Früchte des Geistes sind kein Geschenk, sondern müssen wachsen, das hatte ich schon mal gesagt. Eine Aussage von Darich Prinz am Ende jetzt noch: Unsere Gaben werden mit unserem Lebensende aufhören. All unsere Geistesgaben, unsere Prophetien, unsere Wunder, unsere Worte der Erkenntnis werden aufhören. Wir können sie nicht mitnehmen. Sie sind nur für diese Welt, nur für diesen zeitlich begrenzten Rahmen gedacht. Doch es gibt etwas, das wir mitnehmen werden. Willst du wissen, was? Unseren Charakter. Unser Charakter ist dauerhaft. Wie unser Charakter ist, entscheidet darüber, was wir in der Ewigkeit sein werden.
Das sind dauerhafte Reichtümer. Ein reiner, starker, gottesfürchtiger, christlicher Charakter. Ist wortwörtlich von Dari Prinz so niedergeschrieben worden. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, was ich uns wünsche, dass wir, was in Ewigkeit bleibt, etwas Gutes ist. Was in Ewigkeit etwas ist, was nach dem Wort ist, wo Gott sich darüber freut, wo du dich darüber freuen wirst, weil der Charakter bleibt. Und wir sind hier in dieser Zeit, in dieser Erdenzeit, in dieser Gemeinschaft, in seiner Gemeinde, in dieser Charakterschule, in der Schule, wo unser Inneres verändert wird, in der Schule, wo wir einander brauchen, wo diese Steine aneinander reiben, wo wir rund werden, wo wir zu dem werden, was Gott von uns will, oder zu der Begabung, die Gott in uns gelegt hat. Wir müssen uns dem nur aussetzen. Wir dürfen nicht sagen, naja, ist alles schön, gefällt mir aber nicht so richtig. Also in dem Bach zu sein und mich mit den anderen Steinen zu reiben, tut manchmal weh, will ich nicht. Aber die Chance, verändert zu werden, die Chance, rund zu werden und abgeschliffen zu sein, diese scharfen Kanten zu verlieren, geht nur in Gemeinschaft. Geht nur, dass dein Bruder, deine Schwester dir auch mal auf den Kranz gehen können. Und wie reagierst du drauf? Sanftmut, Langmut und, haben wir heute alles gehört. Lasst uns in die Charakterschule Gottes gehen, in seiner Gemeinde sein, die Versammlung nicht meiden, den anderen höher achten wie mich selbst und einfach den Heiligen Geist bitten, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, in uns vollendet. Und da bitte ich euch aufzustehen, dass wir Gott darum nochmal bitten, das Gehörte irgendwie, dass es in unser Herz fällt und in eine Frucht kriegt, die bleibt. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für dein Wort, Herr, was jetzt zu viel war auch, was wir alles gar nicht so aufnehmen konnten. Aber ich danke dir, dass dein Heiliger Geist uns leitet in aller Wahrheit, dass du durch dein Wasserbad uns reinigst, dass du uns ohne Runzeln und Flecken machen willst. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du uns in deine Charakterschule genommen hast, dass du uns in deiner Gemeinde zu etwas machen willst, was gut ist, dass du uns mit Gnade und mit Gnadengaben beschenkt hast. Herr, ich will dir Danke sagen, dass wir etwas Schönes sind als deine Gemeinde, dass wir ein Leib sind, der funktioniert, dass wir Glieder sind, die eingebaut werden an den Ort, wo sie effektiv sind, wo sie etwas tun, was gut ist. Vater, ich will die ganze Schwachheit meiner Worte jetzt dich bitten, dass du all den Gehörten das in ihr Herz schenkst, dass dort Frucht kommt. Dass es bleibt, Herr, dass Dinge in Erinnerung kommen in der kommenden Woche. Ich will dich loben und preisen als unser Haupt, als unseren Vater. Jesus Christus als das Haupt deines Leibes. Du bist das Haupt deines Leibes. Lob, Preis und Ehre sei dir. Und wir wollen dich bitten für den Segen, auch für die kommende Woche, dass dein Heiliger Geist uns hilft, in aller Wahrheit zu kommen, verändert zu werden. In Jesu Namen. Amen.